Hallo, meine lieben Kamikaze-Enten. Heute ein etwas ungewöhnlicher Entencafé, nämlich in meiner Küche, weil ich in meinem Zimmer ein bisschen am Renovieren. Ja, Digga, was geht denn eigentlich bei dir ab? Warum trinkst du so ekelhaftes Energy-Zeug? Hier, trink mal lieber einen Kaffee, mach dich los, ein bisschen so Gamescom. Hatte. Okay. It's a fucking nightmare, you bitch! Ja, hallo meine lieben Kamikaze-Enten, eure Oberboss Kamikaze-Ente ist hier und das hier wird kein Vlog so wie beim letzten Mal, es wird nicht so viel geschnitten, so viel Musik, das ist ein sehr persönlicher Vlog für die Leute, die den Zeddy und mich gerne gucken. Also hier wird sehr viel geredet, hier seht ihr einfach so das Rohmaterial teilweise auch zum größten Teil. Ich hoffe, das gefällt den Leuten halt, die uns halt bei allen Sachen immer verfolgen. Wenn ihr eine geschnittene Fassung sehen wollt mit Musik und wirklich geil geschnitten, dann geht mal beim Zeddy auf den Kanal. Ich werde auch das Video verlinken, weil das ist echt gut geworden. Aber ich habe ja schon so ein ähnliches Video mal gemacht und ehrlich gesagt war ich jetzt auch ein bisschen faul und ich wollte einfach auch die Gespräche im Auto zum Beispiel haben und deswegen habe ich mich jetzt für so einen Vlog entschieden. Ich hoffe, es gefällt euch. Eure Ente. Ey, Leute, was geht? Eure Kamikaze-Ente am Start mit einem neuen Video für euch. Entencafé für euch. Special Entencafé. Special Entencafé, denn mit dabei ist... wer bist du eigentlich? Mickey Blue? Okay. You say Kamikaze-Ente. Not big. It's my YouTube name. Kamikaze? Kamikaze! Ja. Kamikaze Ente! Ente! Oder Kamikaze Duck! You can say Kamikaze Duck! Kamikaze Ente! Thank you! Very good! Oh, Blitzer! Wieso sagst du nichts? Du musst mich warnen! Ich fahr immer nur mit dem Roller, ich fahr eh immer überall. Mir ist ja, wenn ich hier blitzt. Ja, mir aber nicht, aber ich weiß. Ich achte da nie so drauf. Ehrlich gesagt. Also ich bin übrigens, für die Leute, die es nicht wissen, Kamikaze, Enten, größer Fan und ja. Ich wollte gerade was Böses sagen, aber ich darf das nicht machen. Auf meinem Kanal darfst du alles sagen. Darf ich's, ja. Klar. Mickey's Blow größter Hater, zeigt mir. Jetzt muss ich nur ganz kurz. Und geradeaus. Immer geradeaus. Hier die Straßen sind ein bisschen. Findest du? Irgendwie schon. Also wir sind auf dem Weg zu Gamescom und deswegen reden wir mal ein bisschen über Gaming, über Gamescom und über Mickey Blue. Das ist ein Scherz. Ich bin ein schlechter Navigator. Wir fahren da hinten dann rechts. Nein, es ist kein großer Umweg. Also aber eigentlich hätte ich jetzt hier hoch. Ja, ist aber nicht schlimm. Du kannst auch die Adresse eingeben. Ich habe hier einen. Nee, ich fahre jetzt hier rechts. Nachher nur noch geradeaus. Jetzt da rein. Und dann sind wir schon wieder richtig. Ich bin erstmal falsch gefahren, oder? Ich bin. Naja, passt. Gamescom. Verschärfte Sicherheitskontrollen, was geht denn da ab? Und dann aber nur so halbe. Also Kinder kontrollieren die nicht, nur... Das heißt mich nicht? Nee, du bist ja unter 1,50. Genau. Ja, also wenn ich jetzt hier Mustafa Ali bin und ich habe einen Sprengstoffgürtel... Ne, es gibt so viele Mustafa Alis, den Namen darf ich nicht sagen. Nee, sag Max. Nee, ich übertone das mit Quack Quack. Achso, ja. Kann ich doch auch bei meinem Sohn einfach die Bombe verstecken? So was spricht sich doch rum, dass man keine Kinder kontrolliert, oder? Ja, vielleicht nicht beim Taliban. Der Zeddy hat großen Hunger gehabt. Er hat irgendwie hier für drei Leute gegessen. Satt. Aus mir muss ja noch was werden. Ja, aber es war sehr, so, also es war so richtig lecker für Deluxe-Essen. War auch günstig, oder? Also richtig lecker und richtig günstig. Porzellanteller. Ja. Und der Sternekoch hier, wirklich Deluxe. War gut, ne? Ja. Also auch wenn man mit der Gamescom nichts zu tun hat, lohnt sich auf jeden Fall zum Essen hier hinzukommen.
Alle Male. Gut und günstig. Ich hoffe nur, dass es mir nicht gleich instant aus der Nase wieder rauskommt. Aber sonst ist es gut. Doch. Nein, ich finde das alles, so weißt du, so, der Malte hat das schön gesagt, er fühlt sich nach diesen Kontrollen noch unsicherer als vorher, weil die einfach mal 5 Sekunden in den Rucksack reingucken und er hat gesagt, überall hätte noch was versteckt sein können, die gucken dann nur einmal so zapp, zapp, zapp und dann fühlt man sich irgendwie noch unsicherer, hat er gesagt, weil er weiß, wie schlecht das kontrolliert wird. Was sagst du denn dazu? Ja, Kontrolle gut, Kontrolle scheiße. Ich meine, so ein Taliban, ey, der schmuggelt zur Not so eine Bombe im Arsch, oder? Ja, nur ist der so eine Gurte, also unter T-Shirt. Ja, also abgetastet wirst du nicht. Ach so, ganz kurz, rechts, links, ich weiß nicht. Nee, warte, also hier, das ist schon richtig. Okay. Straße folgen. Echt nicht? Nein, ich find's so nervig. Wenn nämlich Fußball ist, also großes Fußballturnier, haben wir auch so eine große Halle, wo wirklich alles kontrolliert wird, so übertrieben und also man darf da nicht mal mehr Haarspray in so eine Halle reinnehmen. Also ist ja wie bei der Boah, ich weiß, du hast gerne Musik, ne? Aber mir fällt gerade ein, ich kann gar keine Hintergrundmusik nehmen, wenn du hier Musik laufen hast. Die Schleife, die ist urheberrechtsgeschützt. Nein, aber ich tue ja immer, damit man dich genauso laut hört wie mich, tue ich alle Töne auf gleiche Höhe schalten. Ach so, dann mache ich. Und das heißt, dass deine Musik dann genauso laut ist wie du. Und dann kann ich keine Hintergrundmusik mehr nehmen. Ja, manchmal passe ich das ja an, so weißt du so. Wenn du musst mir sagen, welche Abfahrt, weil ich weiß. Ja, hier. Ach so, da. Klar, logisch, ich Idiot, warum wusste ich das nicht? Ja, dann schneid du mal ein Thema an, worüber du reden willst. Gamescom. Ist der erste Gamescom für dich, ne? Ja, das ist mein erster Gamescom. Wie fühlt man sich so, wenn man kurz vor der Entjungferung ist? Was erhoffst du dir? Also es gibt ja viele, die noch nicht waren von meinen Abonnenten. Voll viele waren noch nie und haben geschrieben, oh, ich würde so gerne dahin, aber meine Mama erlaubt das nicht oder keine Ahnung. Also ich erwarte gar nicht so viel von der Gamescom, ich war da noch nie. Ich würde es mir allgemein so gerne mal anschauen und für nächstes Jahr dann ein bisschen anders planen, als vielleicht nicht gerade am Wochenende hingeht, wo die Menschenmassen so mit reinstimmen. Ja, Mittwoch, Donnerstag, so die Tage. Ich verrate dir ein paar Tricks, wie du die Mittwochkarte kriegen kannst. Ja, die wollte ich einfach über dich beziehen. Ach so. Ja. Jo, das geht auch. Ja. Und eigentlich will ich es mir nur generell angucken. Also ich habe jetzt weder irgendwelche Vorstellungen, was mich erwartet, noch... Also klar, man hat schon so Vorstellungen, was einer erwartet, aber ich habe jetzt keine Ansprüche. Aber ich muss jetzt unbedingt sowas erleben oder... ein Abonnententreffen oder sowas. Nein, das ist mir alles... Hat mich doch gestern einer angelabert. Das ist aber geil. Einfach, ey, dem hätte ich am liebsten echt, hätte ich umgedreht, bam. Nein, Quatsch, hab mich voll gefreut. Ja, das glaube ich doch. Wieso hast du den eigentlich nicht aufgenommen? Hab ich. Ach, hast du? Ich hab mal Werbung für den Kanal gemacht. Das ist schon geil. Ah, ich hab denen das aber vorgeschlagen. Ne? Also dafür, dass sie, er ist die Ersten, die mich erkannt und, Kamikaze-Ente? Digga, Kamikaze-Ente? Was? Bist du das? Wir haben auch einen YouTube-Kanal und den stellen wir euch jetzt mal vor. Auf jeden Fall müsst ihr da einen Hashtag machen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? CTMX Tricks am Start. Und ja, wir sind gerade hier auf der Gamescom unterwegs gewesen und haben einfach mal Kamikaze-Ente getroffen. Auf jeden Fall richtig nice. Der hat ein bisschen mit uns gelabert. Und ja, auf jeden Fall korrekter Typ. Und unser Kanal auf jeden Fall abchecken findet ihr unten in der Videobeschreibung. Tricks. So, ja. Also ich habe auch neulich mal bei uns im Supermarkt jemanden getroffen, den ich wirklich kannte. Ich laufe so ans Obst hin, also eine Real-Life-Story. Ja. Ich laufe an das Obst hin und es sagt jemand, Zeddy, ess mich. Ich bin ein Apfel. Sag dir nach. Und was meine Freundin. Na. Aber ich wurde erkannt. Tja, die Ballerina, ja. Schöne Grüße übrigens, die Ballerina. Als ob die das hier sieht. Ja, doch nicht. Er liebt deine Videos. Er ist nämlich sowieso voll kurios. Ja. Warum? Ja, du hast angefangen und die musste irgendwie zwanghaft wahrscheinlich mal so ein, zwei Mal mitgucken. Ja. 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 Standard. Find ich gut. Ja, die hätte früher auch kein GTA gezockt und dann musste zwanghaft ein, zwei Mal mitspielen. Und du spielst GTA.
soll ja nicht ihr Schaden sein. Früher nicht gekocht, dann habe ich sie gezwungen, Sommer zu kochen und jetzt kocht sie. Und kann kochen? Ja. Muss ich vielleicht meine Freundin auch mal zwingen. Ja, das schneide ich raus. Ich, ja. Oh, Mafia 3. Hm? Mafia 3. Nicht gesehen. Gibt es irgendein Spiel, was du gerne da zocken würdest, was du definitiv nicht kannst? Was ich definitiv nicht kann. Ja, also du kannst eh nichts da zocken, ja, aber würdest du gerne irgendwas spielen? Ja. Ich weiß nicht, was für neue Spiele kommen. Wildlands. Also da reicht es mir schon, wenn ich da nur zuschauen kann, wie andere Ghost Recon Wildlands spielen. Wie viele Jahre ist das? Bitte? Wie viele Jahre? 18. Ja, dann kannst du es nicht sehen. Ja, weil du da anstehen müsstest, um in diesen Bereich reinzukommen, wo das überhaupt ist. Stellen wir uns nicht an. Wenn du heute ein Spiel spielen willst, dann stellen wir uns an. Achso, das ist nicht so, so ein begrenzter Bereich von den anderen. Also es gibt jetzt keinen 18er-Bereich. Also ja, das sind so riesen Hütten. Ja. Und da ist das Spiel drin. Also jeder baut so sein eigenes kleines Haus und versteckt da drin die ab 18 Sachen. Ach. Weil natürlich die anderen Besucher das nicht sehen dürfen. Ach. Sondern nur die ab 18 sind. Und wie lange stellt man sich das? Und wahrscheinlich würdest du... Ich könnte mir vorstellen, dass die von dir ein Bändchen sehen wollen. Du siehst ungefähr aus wie der Marvin, mit dem ich ja auch immer selbe Statur, selbe Größe. Aber ich bin noch unter 1,50 Meter. Ich glaube doch. Ja, Teddy, wo sind wir denn hier? Ja, wir stehen jetzt gerade vor Ghost Recon Wildlands. Wir sind jetzt gleich am Testen von dem Spiel und ich freue mich übelst drauf. Ich bin so extrem gehypt auf das Spiel. Keine Ahnung, vielleicht bringe ich es auf meinem Livestream, vielleicht zeige ich es auf meinem YouTube-Kanal. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich finde es richtig geil. Was sagst du dazu? Du kennst ich habe damit gar nichts zu tun. Ja, das ist nur wegen dir. Deswegen, ja, Wartezeit war 1,5 Stunden. Ja, auf jeden Fall, ich wette, die wollen von dem Bändchen sehen. Das mit 33 Jahren. Du siehst halt echt jung aus. Könnte es auch als 17 durchgehen. Ballerina auch gesagt. Ja. Ja, vor allem, wenn man Bier kauft, muss ich mir manchmal meinen Ausweis bereitlegen. Echt? Weil ich sonst kriege keinen Witz. Das ist erstaunlich passiert vor 4 Wochen oder so. Sie war im Auto, wir sind gerade vom See gekommen, ich dachte, komm, ich kaufe noch ein paar Bierchen für abends für einen Livestream oder so, wo ich mich einfach so zu betrinken. Und dann musste ich wirklich einen Ausweis zeigen. Ich hatte keinen dabei, weil ich nicht mal einen Geldbeutel dabei hatte. Aber dann ist dann so ein Arbeitssicherheitsmensch in Kaufland gekommen, übrigens Kaufland ist scheiße, kam dann, warum? Weil das Obst total gammelig ist. Die Produkte ist der letzte Rotz, was die anbieten. Wirklich, Kaufland ist ganz schlimm. Ich glaube, wer auf Ernährung so ein bisschen achtet, der darf nicht im Kaufland eigentlich kaufen. Da ist, glaube ich, mehr eh auf den Produkten drauf, also so als Konservierungsstoff. Sind das nicht die, die immer sagen, wir lieben Lebensmittel? Nee, das ist Edeka. Ach so. Und das passt auch. Also Edeka würde ich empfehlen, aber Kaufland ist so typisch Fast Food. Das ist ganz schlimm, so gut und günstig. Also eigentlich schlecht und günstig. Gut und günstig. Ja, nee, gut, ist ja nicht das. Ja, vor allem irgendwie ein Scheißdreck essen. Also wer auf Ernährung achtet, darf ja nichts im Kaufland einkaufen. Oh, das ist auch so ein Stichwort, Ernährung achten. Ich muss auf jeden Fall... Das Thema, wo wir gestern gesprochen haben. Oder du. Weil eigentlich hast du es besprochen. Ernährung ist wichtig. Nicht nur für körperliche Sachen, sondern auch für also geistigen Wohlstand? Geistigen Wohlstand, kann man dazu sagen? Wenn es einem geistig, wenn man fit ist und so. Geistiger Wohlstand. Also wenn du nur Fastfood isst. Du meinst du? Ja. Ja. Also wenn du nur Fastfood isst und so, ne? Und Süßigkeiten oder sonst irgendwas, ne? Dann bist du ja auch technisch nicht ganz bei der Sache. Wenn du dich richtig ernährst, dann bist du ja. Ich, als ich diese Dingsdiät gemacht habe, diese Abnehmen im Schlaf, ich war so fit. Ich war für alles bereit. Ja.
keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Nee, das müssen wir nochmal machen. Ich bin jetzt spontan. Ich bin auch kein Let's Player. Sehr gut, das hat gepasst. Also, wir gehen jetzt in die Merch-Halle. Da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Einmal so durchgehen. Hier laufen übrigens halbnackte Mädchen rum. Das sieht man hier tatsächlich öfter. Bei manchen will man sehen, bei manchen nicht. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, was es da so gibt. Ah, da gibt es coole Sachen. Ich war da gestern schon mal. Und ich habe natürlich immer noch hier, wer bist du eigentlich schon mal? Der Zeddy, ne? Zeddy? Mit Z-L-D-Y-S oder so, ne? C-I-G, dann stummes Y. Oh, das ist auch kompliziert. Hättest du, ja. Also kein Wunder, dass es bei dir nicht läuft. Also ich will nicht. Ich muss das so kompliziert machen. Ich habe das damals falsch eingegeben. Ja, aber so wird da nichts mit deinem Kanal. Findet doch keiner. Nee, findet doch keiner. Boah, es gibt echt Leute mit X unterstrich dies und jenes groß, klein. X unterstrich B-A-L-L-E-R-I-N-A unterstrich X. Hüpf mal kurz 2 Meter hoch, dann siehst du da ganz hinten den roten Stand. Da müssen wir hin. Hast du das Rote am Ende gesehen? Tschüss. Das ist ja 2 Kilometer bis hin. Ja, da müssen wir hin. Aber ist doch, ich fühle mich wie in deiner Wohnung hier. Oh. Es sieht eigentlich 1:1 aus. Also ohne Scheiße, bei meiner Freundin habe ich noch richtig viel Zeug. Auch vor allem große Sachen, die bei mir am Schluss mehr wie die Halle hier hat. Nee, doch. Ist ja sehr schön. Ja, aber ich habe schon viel Zeug. Selbst in meiner Werkstatt sind so Figuren und so. Ich hatte so einen großen Mr. Burns. Das ist so, morgens suchst du halt Kohlenhydrate essen mit Süßzeug, also zum Beispiel 5 Nutella-Toasts, ne? Mhm. Das hört sich lustig an, das ist eine Diät, die funktioniert. Ganz im Ernst. 5 Nutella-Toasts. Ja, ich habe auch 8 oder so gegessen teilweise. Also Weißbrot und Zucker zum Abnehmen. Genau. Es ist kein Witz, das funktioniert. Ich habe das 2 Monate gemacht, aber ich habe zu viel gegessen. Ich habe ungefähr doppelt so viel gegessen wie vorher. Aber du nimmst halt ab, weil du die richtigen Sachen zur richtigen Zeit isst. Ja, also pass auf, du isst Weißbrot ist doch schon mit Das Fleisch. Ist ganz egal. Du kannst sogar 10 Scheiben Weißbrot mit Nutella essen. Die hast du innerhalb von 10 Stunden wieder ausgeschissen. Ja, aber Weißbrot ist doch nicht. Weil du isst morgens wirklich nur das, was dein Körper morgens verdauen kann. Dann tust du 5 Stunden lang nichts essen und auch nur Wasser trinken. Also du darfst auch kein Bonbon lutschen, keine Cola oder sonst irgendwas. Gar nichts. Wirklich. Nur, nee, gar nichts. 0 Kohlenhydrate. Einfach nur Wasser. 5 Stunden lang. Dann gibt's Mittagessen. Da kannst du essen, was du willst. Also Mischkost. Einen fetten Haxenbraten oder so mit Klößen und so. Und auch schön viel. Dann wieder 5 Stunden lang nichts und nur Wasser trinken. Und abends eiweißhaltig. Salat, Wurst, Fleisch, was weiß ich. Nudeln. Nee. Also hier Eiweiß nur. Und das funktioniert, glaub mir. Du, vor allem gehst du 3-mal am Tag auf Toilette. Weil dein Körper das so krass schnell verdaut. So, jetzt fahren wir hier rechts. Ja, ich kann das mir schwer vorstellen. Ja, konnte ich auch nicht. Aber ich habe wirklich doppelt so viel gegessen. Das ist halt eine teure Diät irgendwie, weil du so unglaublich viel isst. Und du nimmst ab, weil normalerweise verbrennt dein Körper dann in der Nacht meistens Muskelmasse. Wenn du abends Kohlenhydrate isst und so. Und ja, also wenn du dich wirklich so komplett ernährst, dann tut dein Körper nachts Fett verbrennen. Nur Fett, weil diese Glykonspeicher oder wie die heißen, dann nimmst du den ganzen Schrott. Zum Beispiel eine ganze noch viel Rolle. Ja. Mama. Ja, hier immer. Und hier ist es noch nicht mal billig. Hier ist es extrem teuer sogar. Teurer als im Internet. Ja, teurer als bei Loot Raider. Ja. Aber das liebe ich ja. Ne? Ich bin so... Also ich weiß manchmal, ich fange auch schnell zu hier schwitzen und dann rieche ich Fläche auf, weiß ich nicht. Aber ich bin so extrem empfindlich. Und hier sind so viele Leute, die gehen an dir vorbei und du denkst dir einfach, oh, scheiße, Alter. Weißt du, was ich meine? Nur so einen Monat lang nicht geduscht haben oder so. Ach, da sind, guck mal, da sind diese... Steht das? Nee, muss ja so einen wachsen lassen wie ich.
mal, ne? Das sind ja eigentlich Aufkleber, die haben die ja nicht selber gemacht. Nee. Sondern das sind ja einfach Emojis oder irgendwelche Internetdinger, ne? Das machen die hier Aufkleber raus, 1 Euro. Das ist heftig. Besser als 2 Euro eine Standkarte kaufen. Ah, ich weiß, was seine Handyhüllen jetzt kosten. Hat mir jemand das Video geschrieben. Wie viel kosten die? Nee. Ich habe mir verkniffen, darüber ein Video zu machen. Ja, ernsthaft. Normalerweise. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das nervt mich ja selber schon. 36 Euro. 36 Euro für eine Handyhülle. Ja, oh mein Gott. Aber was soll ich da machen? Das ist ja das teuerste, was ich jemals gehört habe. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Wenn ich dafür jetzt ein Video mache, dann schreibt der Nächste, was ein T-Shirt bei dem kostet. Und dann schreibt der Nächste, der was verkauft auch T-Shirts. Der verkauft alles. Ich könnte es gemein sein und würde sagen, ich kenne auch Leute, die verkaufen Kapuzenkulisse 60 Euro. Sag ich aber nicht. Das schneide ich raus. Ah. Echt? Das ist aber günstig, finde ich. Ja, ne? Weil ich wollte eine anziehen heute, die denkst du. Also wenn ich überlege, selbst die teuersten Pullis bei EMP, die wirklich richtig krass gut sind, ne? Ja, EMP hat aber keine gute Qualität. Ja, besser als diese bedruckten Dinger von den YouTubern, glaub mal. Wahrscheinlich sind sie gleich. Also den Pulli, den du jetzt sehen wirst, den ich mir kaufe, der kostet 55 Euro. Ja. Ist aber qualitativ, denke ich, ziemlich geil. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich den kaufe. Ja, ich würde halt auch nur kaufen, wenn er nice scheiße ist. Ja, hallo, World of Tanks. Ja, und die Qualität ist immer Hammer bei denen. Eigentlich was filmen, aber ich filme die ganze Zeit mich. Aber ich bin auch viel cooler als das ganze Zeug hier. Ja. Der ist geil, ne? Ja. Habe ich einen in Groß mit Predator und Alien, die kämpfen so miteinander. Den habe ich einen Killer. Das ist so ein Ding. So ein großes. Ja, der ist zu groß. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Kein Platz. Hallo, meine lieben Kamikaze-Enten. Heute mal ein bisschen ungewohnter Entencafé. Nämlich in meiner Küche, weil wir sind gerade... Da war noch Küche. Ach so. Hallo meine lieben Kamikaze-Enten, heute ein bisschen ungewohnter Entencafé, nämlich in meiner Küche, weil ich bin gerade in meinem Zimmer ein bisschen am renovieren. Digga, sag mal, ach, scheiße, warum trinkst du da Energy und stellst ich hab's in das Mund? Nein, wir müssen nochmal. Entschuldigung. Ich hab's versaut. Sowas nie gut, wenn... Wir machen eine Begrüßung. Hallo liebe Kamikaze-Enten. Hier ist die Boss-Ente. Hallo, meine lieben Kamikaze-Enten. Moin. Läuft das Ding schon? Ja. Yeah. Super schlecht. Warum? Was machst du jetzt? So, ich tue nur die Tür weg. Okay. Moin, meine liebe Kamikaze-Enten. Kamikaze-Enten. Nee, jetzt ist, fängt es euch wieder an. Wenn... Also ich hab übelst... Soll ich mal machen? Wieso ich mal? Ich mach das immer gleich eigentlich. Ich sag jetzt was anderes eigentlich. Du hast meine Begrüßung ein bisschen wie deine Begrüßung gemacht. Ich hab... Nee, meine ich immer gleich. Moin Jungs, da bin ich wieder euer Zeddy und ich hab ein neues Video für euch im Start. Ja, das hört schon mal, als wenn du und der Zeddy ein neues Video für... Moin Jungs, da bin ich wieder euer Zeddy und ich hab ein neues Video am Start. Ja, das hört sich in den Videos immer so an, als wenn... Ich bin auch ein bisschen... Zwei irgendwie. Ja, das, ja, ich bin immer die GTA 5 Figur. Mann, meine liebe Kamikazenenten, hier ist wieder die Boss-Ente am Start, frisch von der Gamescom.
leckerer Kaffee übrigens. So. So mache ich das im Leben nicht. Ich weiß nicht, wie das macht. Meine. Hallo, meine lieben Kamikazen. Ja, das Moin muss ja schon. Ich mach das dann. Ich lasse vielleicht sogar einmal dann beide laufen. Gleichzeitig. Mach mal genau so. Hallo, meine liebe Kamikaze-Enten. Ja, das war schon wichtig. Ich schneide meine Sachen zurecht. Ich baue dich dann irgendwo immer mal wieder ein. Weil ich habe ja auch gar nicht die Stimme. Also ich habe ja nicht so das Stimmorgan, wo ich dann mit der Stimme so... Ich habe mehr so eine läppische Stimme. Hallo, meine liebe Kamikaze-Enten. Hier ist wieder die Boss-Ente. Tja, mit einer Boss-Brille. Nein, warte. Doch. Ich hab eine Boss-Brille. Jetzt darf ich die Boss-Brille aufziehen. Ja, die sollst du anziehen. Das und den. Da gehst du jetzt da drin unter. Also wie ich halt. Und dann machst du vor die Kamera. Also gerade vor die Kamera so. Einmal. Weißt du, kennst du das, wo ich mich mal umziehe so? Zack. Ja, mach entweder die Gehalt dahin. Ja, ich nehme das T-Shirt immer und schmeiß es so auf mich und ach, dann habe ich es an. Stimmt. Ja, und so machen wir das auch mit dem Platztauschen. Selbe Klamotten, verstehst du? Und dann grüßt du und dann machst du und zack, bin ich da. Hallo, meine liebe Kamikaze. Du machst die Jacke noch zu, weil das T-Shirt habe ich nicht. Ach, nimmst du deine Mütze mal weg. So. Na, machst du so ungefähr dieselbe Höhe sein. Genau. Sprech mal so. Ich muss mal gucken. Ja. Und dann machst du so. Direkt vor die Kamera. Mhm. Also hier dann hast du schon die richtige Höhe. Und dann mache ich dasselbe und dann sitze ich halt da. Das machen wir jetzt in einem durch, weil die Kamera sonst anders steht. Hallo, meine liebe Kamikaze-Enten. Hast du eine Valium genommen? Nein, ich frage dich nochmal, ob das genau der Wortlaut war. Ja, mach einfach. Mach, wie du möchtest. mach mal deine Begrüßung, genau. Soll ich meine machen? Weil die kann ich wenigstens. Dann machst du so. Und ich... Kamikaze-Enten. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Ja. Ach scheiße, ich bin nicht mehr drauf. Bist du mit drauf gewesen? Ja, meine lieben Enten, ihr seht, das war ein sehr privater Vlog. Ich habe euch ein bisschen so Einblicke hinter die Kulissen auch verschafft. So wie wir auch hier so bestimmte Sachen üben. Also da kommen auch noch Sachen, wir haben verschiedene Sachen abgefilmt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Vlog. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und ciao, ciao.